Perfekt, dann können wir loslegen. Ja, ich begrüße Sie heute recht herzlich zu dem zweiten Webinar der Webinarreihe Handwerk des Kompetenzzentrums Saarbrücken. Und zwar heute geht es um Online-Kommunikation, insbesondere um die Zusammenarbeit in einem Handwerksbetrieb. Zu meiner Person, ich bin Michael Heil. Und ich leite heute das Webinar. Mit mir im Boot ist Pascal als Co-Moderator. Er wird also auch, wenn Fragen sind im Chat oder wenn irgendwas ist, den Chat begleiten und auch dieses Webinar begleiten. Was habe ich heute vor? Ich möchte zunächst einmal Ihnen erklären, wie geht das Webinar-Tool. Ich möchte dann mich kurz vorstellen. Ich möchte, ja, Sie sehen, mein Hund bellt gerade, das sollte man eigentlich vermeiden. Einen Augenblick bitte. Die habe ich extra ausgesperrt und deswegen hat sie sich gerade gemeldet. So, wir machen weiter. Also, möchte die Basics der Online-Kommunikation und der Kollaboration mal so kurz ansprechen und Ihnen einen Überblick geben über Microsoft 365. Und dann steigen wir direkt auch ein in die Microsoft 365 Welt. Und zwar gehen wir in Microsoft Teams rein und da werde ich einiges auch praktisch zeigen. Und am Ende will ich Ihre Fragen und ja Ihre Fragen eigentlich beantworten. Zunächst einmal zu Beginn das Webinar-Tool. Sie können sich nicht zeigen, Sie können auch nicht reden, das habe ich ausgeschaltet. Das heißt, Sie können mir vorerst nur zuhören und wir sind sowieso über 25 Teilnehmer. Das heißt, eine Diskussion, eine Online-Diskussion wird nicht stattfinden. Allerdings, wenn Sie Fragen haben zu dem, was ich heute zeige, bitte schreiben Sie die unten rechts in den Chat hinein und bitte denken Sie dran, wenn Sie eine Frage haben, beenden Sie die Frage mit einem Fragezeichen, weil dann wird diese Frage automatisch in unseren Frageraum reingepostet und wir können die Frage dann nachher veröffentlichen. Sie haben natürlich auch die Möglichkeit, Ihre Hand zu heben, wenn Sie was sagen wollen, aber wie gesagt, Sie sind ja stumm geschaltet. Insofern bitte posten Sie Ihre Fragen, wenn Sie Fragen haben, in den Chatraum und am Ende bitte ein Fragezeichen machen. Kurz zu uns, wir sind das Kompetenzzentrum Saarbrücken. Das Kompetenzzentrum Saarbrücken hat drei Partner, die jeweils eigene Kompetenzen besitzen. Einmal die CEMA in Saarbrücken, die kennt man, glaube ich, grundsätzlich. Die hat eine sehr hohe Kompetenz, was Produktionsbetriebe angeht. Wir haben das August-Wilhelm-Scheer-Institut mit im Boot als Projektpartner, die eine sehr hohe Dienstleistungskompetenz haben. Und wir haben, Entschuldigung, haben Sie jetzt, jetzt habe ich wahrscheinlich einen Augenblick. Sehen Sie den Bildschirm oder sehen Sie die Präsentation? Gerade, okay. Bin gerade eben wahrscheinlich zufällig auf einen anderen Knopf gekommen. Deswegen muss ich den Bildschirm nochmal freigeben. Einen Augenblick. Haben wir gleich. So, jetzt sehen Sie wieder den Bildschirm, gehe ich mal von aus. Also, wir haben die CEMA mit dem Boot, die haben Produktionskompetenzen, wir haben das August-Wilhelm-Scheer-Institut mit Dienstleistungskompetenzen und wir haben die SARIS, die ist auch, glaube ich, im Saarland bekannt, die hat sehr hohe Kompetenzen, was Marketing und Öffentlichkeitsarbeit betrifft. Das sind die drei Projektpartner, die das Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum Saarbrücken betreuen und auch führen. Was haben wir anzubieten? Im Prinzip sind es vier Bausteine. Einmal geht es um die Produktionsvernetzung. Das heißt, wir zeigen, präsentieren Ihnen eben sehr viel Wissen, sehr viel Know-how und auch Demonstratoren, wenn es darum geht, wie man Produktionsprozesse vernetzen kann. Wir haben
einiges anzubieten, was Mensch-Technik-Interaktion betrifft, also digitale Assistenzsysteme, Mensch-Roboter-Kollaborationen, intelligente Werkzeuge in der produzierenden Industrie, im produzierenden Handwerk. Heute sind wir unterwegs im digitalen Handwerk. Es geht im Prinzip um digitale Geschäftsprozesse im Unternehmen. Und natürlich haben wir eine sehr hohe Kompetenz und auch Angebote, wenn es um digitale Geschäftsmodelle geht, die Sie vielleicht in Ihrem Unternehmen einführen und umsetzen wollen. Wir haben den Auftrag und die Aufgabe, alles, was in diesen Themenbereichen in Bezug auf die Digitalisierung fällt, Ihnen zu präsentieren, Sie darüber zu informieren, Sie zu qualifizieren heute. Das ist so eine Qualifizierungsveranstaltung. Wir zeigen Ihnen, wie man mit Microsoft 365 und Teams umgeht. Und wir vernetzen natürlich die Partner und die Handwerksbetriebe untereinander, um neue Synergieeffekte im Saarland hervorzubringen. Unser erstes Angebot, was ich Ihnen eben auch sehr nahe bringen möchte, das werde ich am Ende auch nochmal sagen. Also Sie kriegen von uns definitiv kostenlos einen E-Business-Check, wo wir uns gemeinsam mit Ihnen auch online 1,5 Stunden zusammensetzen, um für Sie und Ihren Betrieb eine Digitalisierungsstrategie in Bezug auf Ihre Ablaufprozesse zu besprechen, Ihre Bedarfe aufzunehmen, Ihre Wünsche aufzunehmen und am Ende eine Digitalisierungsstrategie zu entwickeln. Sie haben die Möglichkeit, mit uns einen Website-Check zu machen und Sie haben die Möglichkeit, mit uns eben auch ein Interview zu machen, ein Ideengespräch zu machen, wo wir mit Ihnen gemeinsam über Möglichkeiten in Ihrem Unternehmen sprechen, was die Digitalisierung betrifft. Meine Ziele heute, ich möchte Ihnen die Microsoft 365 Cloud Office-Welt, so habe ich das mal genannt, etwas näher bringen. Also früher hieß diese Welt Office 365, neuerdings heißt die Microsoft 365. Und ich möchte Ihnen insbesondere in der Präsentation dieser Office-Welt das Werkzeug Teams vorstellen und anhand von Teams eben auch die verschiedenen Variationen in dieser neuen Microsoft Office Cloud-Welt präsentieren. Warum mache ich das? Ich möchte Ihnen einen groben Überblick geben, was es denn jetzt bei Microsoft gibt, wie Sie es eventuell einsetzen können in Ihrem Unternehmen. Und ich möchte Ihnen vor allen Dingen auch ein paar Starter-Tipps geben und ein paar Regeln sagen, die Sie, wenn Sie sich in diese Welt begeben wollen, auch einhalten sollten, um gleich von Anfang an richtig durchstarten zu können. Es geht heute nicht darum, wie man über Video und Online und Internet kommuniziert. Das hatten wir im ersten Webinar. Und es geht auch nicht darum, Ihnen zu zeigen, wie man Aufgaben und Projekte konkret online managen kann. Das ist im Übrigen Thema am 25. Mai um die gleiche Uhrzeit, also um 17 Uhr, hier in einem Webinar, zu dem ich Sie jetzt schon recht herzlich einlade. Zunächst einmal möchte ich eine Sache unbedingt machen. Ich möchte, dass Sie, Entschuldigung, dass Sie auf dem Bildschirm, den Sie jetzt gleich sehen werden, einen Augenblick, hier möchte ich Ihnen die Möglichkeit geben, er macht es leider nicht. Ich wollte Ihnen die Möglichkeit geben, einen Punkt zu setzen, wo Sie ansässig sind. Aber vielleicht können Sie es ja in den Chat reinschreiben, damit ich so einen Überblick bekomme, wer denn alles dabei ist und wie sich die Betriebe im Saarland verteilen. Das wäre nett. Ich kriege hier auch, Dillingen-Merzig, ich kriege hier auch eine Frage. Muss das Unternehmen im Saarland sein, um das Angebot anzunehmen? Grundsätzlich sollten Sie Ihren Firmensitz im Saarland haben, aber lassen Sie uns einfach darüber reden, ob wir Ihnen trotzdem helfen können. Wir sind ja als Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum eben ja eines von 26 Kompetenzzentren und wir können Ihnen garantiert helfen. Einfach
an uns wenden und wir schauen, dass sie geholfen bekommen. Naja, sind einige aus Saarbrücken da, aus Hessen, okay, auch Hessen ist fast in der Nähe vom Saarland, warum sollen wir ihnen da nicht helfen, wenn es um das produzierende Handwerk geht, nicht wahr? Sehr schön. Dann gehen wir weiter in dem meiner Präsentation. Frage, sehen Sie meinen Bildschirm? Ich muss nämlich immer umschalten und ich weiß dann nie. Ah ja, wunderbar. Sie sehen also die Landkarte, sehr schön. Zunächst einmal möchte ich Sie bitten, mir so einen kleinen Status zu geben in Bezug auf Ihren Digitalisierungsgrad, in Bezug auf den Digitalisierungsgrad, in Bezug auf Microsoft. Und dazu habe ich ein paar Fragen. Ich möchte Sie bitten, diese Fragen, die Sie jetzt sehen, einfach mal anzuklicken. Also einmal, nutzen Sie schon Microsoft 365 Lizenzen? Mir geht es nicht um Microsoft, sondern es geht mir explizit um diese Cloud-Lösung 365. Die zweite Frage ist, wie schätzen Sie Ihren Nutzungsgrad ein? Das heißt, nutzen Sie Microsoft 365 Lösungen gerade mal so ein bisschen mehr, also schon richtig gut, oder sind Sie sogar schon Power-Anwender und Experte? Und nutzen Sie die Möglichkeiten von Microsoft Teams auch mobil? Sehr schön. Ich sehe, dass einige sich an der Umfrage beteiligen. Ich gebe Ihnen noch ein bisschen Zeit und werde die Umfrageergebnisse auch gleich veröffentlichen. Also deswegen die Bitte, einfach mal eintragen, haben Sie Microsoft 365 Lizenzen? Wie nutzen Sie die? Ausgiebig oder eher nur so ein bisschen? Und nutzen Sie Teams, also dieses eine Tool, was ich auch nachher vorstellen werde, von Microsoft intensiv. Sehr schön. Ich beende mal die Umfrage und zeige Ihnen einfach mal, welche Ergebnisse. Also anscheinend ist ein Großteil der Teilnehmer in der Lage, Microsoft 365 zu benutzen. Also mindestens fast die Hälfte der Teilnehmer sagen, ja, wir haben Microsoft 365 Lizenzen. Dann ist es so, dass die Nutzung oder der Nutzungsgrad von Microsoft 365 eher gering oder kaum zum Tragen kommt und mobil eher ganz wenig. Interessant. Sehr schön. Dann machen wir weiter mit der Präsentation. Ich gehe davon aus, dass Sie die jetzt auch wieder sehen. Es geht nämlich jetzt um das Thema Microsoft 365. Und was ist Microsoft 365? Also ich habe die Präsentation jetzt wieder eingeschaltet. Sollten Sie sie nicht sehen, bitte ich gerade kurz um Mitteilung. Wenn ja, dann ist es gut. Sie sehen also den Werkzeugkasten. Okay, ein Augenblick. Kein Werkzeugkasten. Dann sehen Sie den gleich. Jetzt ja. Sehr schön. Wunderbar. Danke für den Hinweis. Also, was ist Microsoft 365? Ich sage Ihnen, was ich denke, was Microsoft 365 ist. Microsoft 365 ist prinzipiell Ihr digitaler Werkzeugkasten für Ihre Office-Welt, für Ihre Bürowelt. Als Handwerksunternehmen hat man ja grundsätzlich, zumindest in der Regel, eine ERP-Lösung, eine Branchenlösung, mit der man Angebote schreibt, mit der man Rechnungen schreibt, mit der man kalkuliert, Material verwaltet. Und unabhängig davon hat man ja in der Regel die, ich sage jetzt mal so, die allgemeine Office-Welt, wie zum Beispiel Word oder Excel oder auch andere Programme, mit der man so das allgemeine administrative Geschehen verwaltet. Und das
ist der Werkzeugkasten, wo ich Microsoft Office 365 sehe. Das ist neben der Branchenlösung, die Sie wahrscheinlich haben, ein Werkzeugkasten für Ihre administrativen Abläufe. Und ich denke, dass Microsoft 365 mit dem Bild des Werkzeugkastens nach einem Prinzip zu betrachten ist, nämlich alles hat einen Platz und alles hat seinen Platz wie im Werkzeugkasten. Es gibt, ich habe das mal so ein bisschen klassifiziert, verschiedene Bereiche, in die Sie die ganzen Microsoft 365-Applikationen, die Sie hier beispielsweise sehen oder auch in der vorangegangenen Folie gesehen haben, das sind alles einzelne Applikationen, einzelne Lösungen, die alle in einer Office-Welt enthalten sind und miteinander kommunizieren. Die habe ich mal so ein bisschen zusammengeführt in verschiedene Bereiche. Einmal die persönliche Produktivität, das kennen Sie wahrscheinlich, Excel, Word, Sie haben Ihren Kalender, Sie haben E-Mails, dann Dateimanagement, also Ablage von Dateien auf dem Server, wenn Sie noch nicht Ihre Dateien in der Cloud verwalten, sondern auf dem Server im Haus. Dann haben Sie es eben auf einem Server, wenn Sie es aber in der Cloud verwalten, zum Beispiel in Microsoft 365, dann haben Sie es vielleicht in OneDrive oder SharePoint. Es geht um Kommunikation, das ist unser Hauptthema heute. Wir reden über die Kommunikation, wobei ich nicht auf Outlook eingehe, weil ich davon ausgehe, dass die meisten von Ihnen Outlook oder ein anderes Programm als E-Mail-Programm nutzen. Unabhängig davon, ob es professionell oder optimal genutzt wird oder nicht. Aber es wird ja in der Regel genutzt, um E-Mails zu verschicken. Mir geht es aber schon um die Kommunikation und die Zusammenarbeit heute. Nämlich, Entschuldigung, nochmal zurück, um diesen Bereich Kommunikation und Teamarbeit. Da werde ich heute explizit und ziemlich detailliert auch darauf eingehen. Und dann gibt es natürlich noch andere kleine oder große Lösungen, die man vielleicht erwähnen sollte in der Microsoft Office 365-Welt. Also Microsoft Office ist im Prinzip ein komplettes Paket mit vielen Anwendungen und diese Anwendungen sind miteinander verknüpft und funktionieren auch ineinander zusammen. Und dieses Paket kann man nutzen, um sein Unternehmen, nochmal unabhängig von der Branchenlösung, effektiv zu führen. Man kann orts- und zeitunabhängig miteinander kommunizieren und zusammenarbeiten. Und das ist ja heute das Thema. Es geht um Kommunikation, Informationsaustausch und die Zusammenarbeit zwischen Mitarbeitern und sogar zwischen eigenen Mitarbeitern und externen Partnern. Und das ermöglicht Microsoft 365. Sie können nämlich mit und in der Microsoft 365-Welt die Digitalisierung von Prozessen, von Ablaufprozessen vorantreiben und Sie können sie sogar zum Teil automatisieren. Und ich sage es jetzt mal so, ganz pauschal gesagt, Sie können fast alle Bedürfnisse, die Sie haben, in der allgemeinen Office-Bürowelt mit den Lösungen von Microsoft 365 erledigen. Das ist es, was es an Vorteile hat. Es ist nämlich alles miteinander verwoben, relativ intuitiv bedienbar, ohne Medienbrüche, weil die Informationen in der einen Lösung auch in der anderen Lösung zur Verfügung stehen. Sie haben ein breites Spektrum an Funktionalitäten und über Schnittstellen, und das werde ich auch nachher so ein bisschen zeigen, können Sie eben auch auf andere Programme zugreifen und die Informationen verteilen. So, es geht zunächst einmal um Cloud, um die Cloud, das heißt um die Arbeit, die Zusammenarbeit in der Cloud, in dieser digitalen Wolke. Der Vorteil oder ein Vorteil ist natürlich, dass Sie, wenn Sie in der Cloud arbeiten, in dieser Microsoft 365 Cloud, dass Sie alle Daten, die Sie speichern in der Cloud, auch überall zur Verfügung haben, sofern Sie natürlich Netz haben, auch ganz klar. Aber jederzeit können Sie zeit- und ortsunabhängig immer auf die Daten in der Cloud zugreifen. Und diese sind immer aktuell, weil Sie greifen immer auf eine Datei zu, die eben auch von anderen
in Zusammenarbeit bearbeitet werden können. Das werde ich aber auch mit einem Screenshot zeigen. Sie brauchen eine relativ niedrige Rechenleistung, weil Sie ja nicht den Server bei Ihnen im Büro haben, sondern alles geschieht in der Cloud, online. Und Sie haben die Möglichkeit, eben weil es auch in der Cloud sehr gut funktioniert, diverse Programme über die Schnittstelle mit Microsoft 365 zu verbinden und somit eben auch automatisiert Daten auszutauschen. Der Vorteil der Daten in der Cloud und der Anwendung in der Cloud ist, dass mehrere Mitarbeiter gleichzeitig auf eine Datei beispielsweise zugreifen können und gleichzeitig an dieser Datei arbeiten können. Sie kennen das vielleicht noch von früher oder von heute noch. Sie öffnen eine Datei, wenn ein anderer die gleiche Datei öffnen möchte, kriegen Sie eine Meldung, nee, geht nicht, weil die ist gerade geöffnet. Sie können nicht darauf zugreifen. Und das ist in der Cloud anders. Sie können eben in der Cloud gleichzeitig mit mehreren Personen, wenn diese Personen Zugriffsberechtigung haben, auf diese Datei zugreifen. Und Sie können sogar in der Cloud Zugriffsrechte beschränken, dass Sie sagen, es dürfen nur gewisse Mitarbeiter auf diese Datei zugreifen oder es dürfen nur gewisse Mitarbeiter und gewisse externe Dritte auf diese Datei zugreifen und zeitgleich oder auch zeitversetzt an dieser Datei arbeiten. Ich habe hier mal ein Beispiel als Screenshot in diese Präsentation reingepackt. Das ist, das kennen Sie alle, eine Word-Datei. Das ist ein kleines Konzept eines Artikels, den wir schreiben. Und Sie sehen in dieser Word-Datei beispielsweise verschiedenfarbige Begriffe und Sie sehen rechts daneben Namen mit der gleichen Farbe. Das heißt, die Änderungen, die in diesem Word-Dokument gemacht worden sind, sind in einem Dokument, in einer Datei gemacht worden von verschiedenen Personen und das geht sogar zeitgleich. Und diese Änderungen werden diesen Personen zugeordnet. Es ist nachvollziehbar, wer hat denn was an dieser Datei geändert. Sie haben die Möglichkeit, in dieser Cloud-Lösung auf alle einzelnen, ich sage jetzt mal, historisierten Stände dieser Datei zurückzugreifen, die wieder zurückzuholen. Und Sie haben sogar die Möglichkeit, einzelne Wörter oder sogar Textbestandteile zu markieren und zu kommentieren, wie Sie hier sehen. Und man kann sogar in diesem Kommentar mit den anderen Mitarbeitern Ihres Teams oder auch externen Dritten, denen Sie den Zugriff erlauben, chatten, das heißt kommunizieren. Und Sie können, wie Sie hier sehen, zum Beispiel hier den Pascal, den habe ich hier adressiert, sogar jemanden adressieren und sagen, du gib mir mal ein Feedback bitte dazu, was meinst du dazu? Und er kriegt eine Meldung per E-Mail oder in dem Chat mit einem Link zur Datei und kann direkt darauf zugreifen und antworten. Also das ist ein und das erste Beispiel, was ich heute zeigen möchte, was sehr, sehr hilfreich ist, zum Beispiel in der Cloud, dass Sie mit allen Microsoft Office Programmen, Excel beispielsweise, PowerPoint oder Word, parallel zugreifen können und zeitgleich oder zeitunabhängig miteinander an diesen Dateien arbeiten können. Gehen wir nochmal zurück auf Microsoft Office. Und zwar sehen Sie hier eine grafische Darstellung der Apps, die ich auch schon vorhin ein paar Mal gezeigt habe. Und ich glaube, einige davon kennen Sie bestimmt. Also Best of Office haben wir das mal getauft. Also das sind so die vier Standardprogramme, die die meisten von Ihnen kennen. Das ist Word für Textverarbeitung, das ist Excel für Tabellenkalkulation, dann ist es PowerPoint, wenn Sie eine Präsentation beispielsweise machen für Kunden oder für Mitarbeiter oder Outlook als Mailprogramm, wenn Sie E-Mails schicken oder empfangen. Das ist das, was in der Regel in ganz, ganz vielen Unternehmen angewendet wird, um diese Office-Welt zu verwalten, zu administrieren. Das kennt man, da weiß man ungefähr, wie man damit umgeht, aber auch hier schon angedeutet von mir, gibt es bestimmt
viele Funktionen, die man noch nicht kennt und wie man diese Programme optimierter, optimaler und effizienter einsetzen kann. Da ist in einigen Unternehmen noch viel Luft nach oben. Jetzt habe ich noch eine Folie gemacht, weil ich glaube, dass das auch Best of Office ist. Also neben dem, was man jetzt schon kennt, gibt es auch weitere Produkte und Lösungen, die mindestens genauso gut Ihr Unternehmen in Bezug auf Kommunikation und Zusammenarbeit unterstützen, effizienter gestalten und optimieren können. Nämlich Teams, da werden wir heute sehr intensiv drauf eingehen. OneNote, da werden wir heute nicht drauf eingehen. Das ist ein Notizbuch. Ich kann Ihnen dazu nur eins sagen. OneNote ist das, ist eines der besten Produkte, die meines Erachtens Microsoft anbietet. Und es ist das Produkt, was am meisten unterschätzt wird. Mit Microsoft OneNote haben Sie die Möglichkeit, alles, was Ihnen im Kopf rumschwirrt, alles, was an gelben Zettel auf Ihrem Schreibtisch rumliegen, alles, was an E-Mails reinkommen, die Sie irgendwie nicht vergessen wollen, mit einem Mausklick abzulegen und mit einer Volltextsuche ratzfatz wieder zu finden. Sogar Fotos, die Sie machen von Texten, werden über OneNote beispielsweise erkannt. Das heißt, Sie können sogar suchen in einem Foto nach dem Text. Also OneNote ist wirklich das am meisten unterschätzte Werkzeug von Microsoft und ich kann es Ihnen nur ans Herz legen, steigen Sie mal in dieses Thema ein, es wird Ihnen ganz bestimmt viel helfen, wobei wir heute nicht der, auch aufgrund der mangelnden Zeit nicht sehr intensiv darauf eingehen können oder eigentlich gar nicht darauf eingehen. OneDrive ist ein Werkzeug, das der ein oder andere kennt. Hier geht es um das Ablegen von Dateien, genauso wie beim SharePoint. Der SharePoint ist auch sozusagen eine Dateiablage, hat aber noch weitere Funktionen dazu. Den Unterschied der Nutzung werde ich Ihnen dann gleich auch noch darlegen. Noch zwei Produkte, zwei Lösungen, die sehr interessant sind, wo ich sagen würde, ja, die könnte man fast auch zu Best of Microsoft dazu zählen, nämlich der Planner. Da geht es um Aufgaben und Projektverwaltung und To-Do, da geht es eben auch um persönliche Aufgaben. Das sind zwei Lösungen, die sehr gut sind. Wir werden in dem nächsten Webinar explizit darauf eingehen, um auf diese Lösung. Ich werde Ihnen aber auch eine andere Lösung zeigen, Meistertask und MindMeister, um Ihnen einfach mal zu zeigen, wie kann man online Projekte und Aufgaben sich selber, seine eigenen Aufgaben, die Aufgaben seiner Mitarbeiter, die Aufgaben im Unternehmen und sogar die Aufgaben mit externen Partnern optimal verwalten. Das ist ein bisschen Werbung für das nächste Webinar, Inhalt des nächsten Webinars. Dann gibt es natürlich noch andere Produkte, die wir als noch sehr empfehlenswert halten. Es gibt noch weitere Produkte, je nachdem, wie sie aufgestellt sind, macht es durchaus Sinn, auch die anzuwenden. Forms ist beispielsweise ein sehr schönes Produkt, wo man Umfrage machen kann, zum Beispiel eine Kundenzufriedenheitsumfrage. Geht ganz, ganz einfach, sehr intuitiv bedienbar. Sie brauchen nur einen Link zu verschicken per E-Mail. Ihr Kunde kann diese Umfrage ausfüllen und Sie haben automatisch Auswertungen. Sway ist beispielsweise für Newsletters. Power Automate, das sind Dinge, wo Sie, oder das ist eine Lösung innerhalb von der Microsoft-Welt, wo Sie einzelne Programme miteinander verknüpfen können und automatische Arbeitsabläufe selber konfigurieren können. Und Bookings ist etwas, was man in einem Handwerksbetrieb mit Sicherheit auch anwenden kann, wenn zum Beispiel Sie sagen, ich lasse in meinem Terminkalender dienstags, nachmittags 5 Stunden frei, die stelle ich meinen Kunden zur Verfügung, dienstags und donnerstags meinetwegen. Dort können meine Kunden online über meine Webseite Angebotstermine buchen beispielsweise. Also das ist auch möglich, um Ihnen einen kleinen Einblick zu geben über die Möglichkeiten einiger dieser Werkzeuge. So, wir machen weiter. Und zwar würde ich behaupten, dass es, wenn Sie neben den Standardlösungen, die Sie wahrscheinlich schon im Einsatz haben, Word, Excel und Outlook und PowerPoint, es von mir definiert so eine Starterlösung gibt,
um in das Thema Kommunikation und Zusammenarbeit in der Microsoft 365, um in der Microsoft 365 Welt einzusteigen und erfolgreich zu kommunizieren und zusammenzuarbeiten. Outlook habe ich schon gesagt, gehen wir nicht länger darauf ein. E-Mails, Termine und Aufgaben. OneNote habe ich auch schon erwähnt. Persönliche Notizbücher, also Ihre Notizbücher, aber auch gemeinsame Notizbücher zu Projekten beispielsweise, um dort Informationen abzulegen. Die OneDrive, und jetzt komme ich hier schon zu einem Unterschied zwischen der OneDrive und der SharePoint-Ablage. Die OneDrive ist Ihr persönlicher Online-Ablageplatz für Ihre Dateien, die Sie ablegen sollten. Bitte nicht mehr auf dem Desktop Ihres Rechners oder auf der Festplatte Ihres Rechners. Wenn Sie in der Microsoft 365-Welt unterwegs sind, legen Sie es online ab, dann wird es auch gesichert. Sie können natürlich diese Dateien auch offline zur Verfügung stellen. Das heißt, Sie haben sie auch offline auf dem PC, aber online auch in der Cloud. Und wie gesagt, ist Ihre persönliche Ablage im Gegensatz zum SharePoint, das ist die Unternehmensablage, dort sollen alle unternehmensspezifischen Dateien abgelegt werden. Sie können in der OneDrive natürlich auch Dateien mit externen teilen und das ist auch der Unterschied, was ich Ihnen empfehle. Die OneDrive dient dazu, Dateien, ich nenne es jetzt mal ad hoc, jemanden zur Verfügung zu stellen, einem externen Partner eine Datei, eine Broschüre, ein Prospekt, was auch immer zur Verfügung zu stellen. Legen Sie die in Ihre OneDrive, in Ihre OneDrive-Ablage, teilen Sie die, sodass der Partner auf diesen Ordner Zugriff hat und sich diese Datei anschauen oder auch runterladen kann. Bei SharePoint ist es was anderes, das ist auch eine Ablage, aber es ist Ihre Unternehmensablage, dort sollten alle Ihre unternehmensspezifischen Dateien abgelegt werden und Sie können sogar hier Rechte und Rollen vergeben, wer darf auf welche Ordner zugreifen und Sie können sogar bekannten Dritten oder Projektpartnern Zugriff auf Ordner geben. Und hier geht es bei SharePoint eher um den permanenten Zugriff. Das heißt, Sie sagen, dieser Ordner, das ist unser Ordner, wo wir alle unsere Dateien ablegen, du als externer Partner und wir, und in diesem Ordner sind diese Dateien. Bei der OneDrive ist es eher ad hoc und kurz und schmerzlos. Dann Teams, ganz, ganz wichtiges, sehr tolles Tool, also super empfehlenswert. Deswegen hat es von mir auch so einen goldenen Stern und wir werden auch sehr intensiv auf Teams eingehen. Teams ist sozusagen der Knotenpunkt aller dieser Programme, Ihr Neudeutsch, Ihr Hub, Ihre Zusammenführung, wo Sie Projekte verwalten, wo Sie die Schnittstelle haben zu allen anderen Programmen, wo Sie auch externe Dritte einladen können und auch arbeiten können. Und das werde ich Ihnen gleich zeigen. Noch ein kurzer Ausflug zu den Lizenzen. Wenn Sie wissen wollen, klar, Sie haben es noch nicht, was würde sowas kosten? Es gibt also verschiedene, nennen sich Microsoft 365 Pläne. Es gibt einen Basic-Plan, es gibt einen Standard-Plan, es gibt einen Business-Premium-Plan. Ich persönlich, das ist meine subjektive Meinung, halte den Standardplan für ich will nicht sagen Einstiegslösung, aber für eine fortgeschrittene Lösung für ideal, weil Sie haben nämlich die Kommunikations- und Zusammenarbeitslösungen inklusive aller Office-Lösungen, um die Sie sich dann auch nicht mehr kümmern müssen, was Updates betrifft, denn die werden ja in der Cloud immer automatisch aktualisiert. Sie haben also Zugriff auf Outlook, Sie haben Word, Sie haben Excel, PowerPoint, Publisher und haben eben auch Zugriff auf diese Tools. Gut. Dann haben Sie hier nochmal so einen Überblick, was können Sie alles machen mit diesen Office-Plänen oder Paketen. Ganz wichtig für viele, Microsoft hat sich tatsächlich in der letzten Zeit sehr intensiv um die Datensicherheit gekümmert und es ist tatsächlich so, seit der Einführung von Windows 10 und der DSGVO-Richtlinien hat Microsoft nachgebessert und alle Daten in
der Office 365 Welt in Deutschland werden auf deutschen Rechenzentren gehostet. Das heißt, Sie können also, wenn Sie mit Microsoft 365 arbeiten, auch Ihren Kunden getrost sagen, wir arbeiten DSGVO-konform. Schauen Sie auf Microsoft, wir haben Ihnen die Quelle hier unten angegeben, dort können Sie es auch nachlesen. Wichtig, Backups und Archivierung sind sozusagen nicht enthalten. Natürlich wird alles in der Cloud gespeichert, in der, teilweise 60 Tage, aber es ist kein, ich sag jetzt mal, professioneller Backup. Sie sollten trotzdem unabhängig von der Cloud immer noch schauen, dass Sie Ihre Daten sichern und archivieren und schauen, dass Sie eben alles, was die IT-Struktur betrifft, eben nochmal, ne, doppelt gemoppelt hält besser, sagt man bei uns, nochmal absichern. Wie Sie Office erhalten, hier sind ein paar Links. Schauen Sie einfach rein. Sie können im Übrigen einen Monat kostenlos testen. Teams im Übrigen ist die nächsten 6 Monate kostenlos wegen der Corona-Krise. Also testen Sie es. Das Potenzial von Microsoft Office ist sehr, sehr groß. Ich habe schon erwähnt, neben der ERP-Lösung, die Sie haben, für Ihre branchenspezifischen Projektabwicklung ist Microsoft Office ein Produkt. Es gibt auch Google Suite beispielsweise, die bieten sowas Ähnliches an, aber Microsoft Office ist ja heute Thema, wo Sie Ihre allgemeinen Office-Aufgaben lösen können, bis hin zum, ich habe es in Anführungszeichen gesetzt, papierlosen Büro. Also, Potenzial ist da. Sie haben Zugriff auf die Daten. Sie können einfach arbeiten. Sie können im Prinzip durch die Cloud mit geringen Kosten für Installation und ohne Ihren eigenen Server zu betreiben arbeiten. Sie können es individuell anpassen. Sie können verschiedene Module dazu buchen. Sie haben die Möglichkeit, sich Automatisierungen zu konfigurieren. Und es ist eben, Sie werden es gleich erkennen, gerade was die Kommunikation und die Zusammenarbeit betrifft, ein sehr, sehr gutes Werkzeug, um gut und schnell und effizient miteinander zu arbeiten. So, der Einstieg in Microsoft Teams und mit der Erläuterung von Microsoft Teams werde ich Ihnen auch die Verknüpfungen zu anderen Werkzeugen so ein bisschen zeigen. Ich kann Ihnen natürlich nicht alles zeigen, geschuldet der Zeit, die mir zur Verfügung steht, aber ich möchte Ihnen Geschmack machen darauf, was heute in Bezug auf Zusammenarbeit und Kommunikation geht. Ich habe es schon erwähnt, Teams ist sozusagen der Knotenpunkt, die Kommunikations- und Kollaborationsplattform, das Hub, wo alles zusammenläuft, wo Sie die Schnittstelle haben zu anderen Werkzeugen und die Kommunikation, ich habe es jetzt hier nochmal explizit aufgeführt, können Sie über Teams in 3 Richtungen gleichzeitig laufen lassen, nämlich einmal projektbezogen, das heißt, Sie kommunizieren alle zu einem Projekt. Sie können es themenbezogen machen, beispielsweise in einem Projekt gibt es ein Thema Entwicklung einer neuen Softwarelösung in dem Großprojekt für die Ford Werke Saloy ist vielleicht ein Thema, die Entwicklung einer neuen Softwarelösung. Das andere Thema ist die Installation. Das dritte Thema ist meinetwegen die Einführung, die Schulung der Mitarbeiter. Das heißt, Sie können also sogar noch themenbezogen kommunizieren. Und Sie können personenbezogen kommunizieren. Das heißt, Sie können face-to-face, also ich möchte mit dem Pascal kommunizieren, ich möchte mit der Sabine kommunizieren, ich möchte vielleicht auch mit einer Gruppe von Menschen kommunizieren. Also auch das ist in Teams möglich und Sie können natürlich andere Werkzeuge, ich habe hier ein paar Beispiele aufgeführt, zum Beispiel SharePoint, zum Beispiel OneNote, zum Beispiel Forms oder den Planner miteinander verknüpfen und in Teams haben Sie Zugriff auf alle diese einzelnen Werkzeuge und auf die Informationen dieser Werkzeuge. Das möchte ich Ihnen zeigen. So sieht der Teams-Bildschirm aus. Das ist die Ansicht, wenn Sie Teams, also Microsoft Teams, auf Ihrem Rechner öffnen. Sie haben eine Vielzahl von Möglichkeiten. Wenn wir mal in diese Menüleiste reingehen, sehen Sie oben
die Aktivität, das Aktivitätsmenü. Das heißt, hier werden Sie benachrichtigt, wenn irgendetwas in irgendeinem Team oder in irgendeinem Chat passiert, an dem Sie beteiligt sind, wo Sie beispielsweise gesagt haben, Sie möchten benachrichtigt werden. Sie werden auf jeden Fall benachrichtigt, wenn Ihr Name explizit irgendwo aufgeführt wird und Sie adressiert werden. Dann haben Sie private Chats, das ist der zweite Menüpunkt von oben. Das heißt, Sie können miteinander chatten. Ich werde es Ihnen auch nachher gleich an einem Live-Beispiel zeigen. Sie können in dem dritten Punkt Teams, also Projektteams beispielsweise oder Thementeams erstellen. Da sehen Sie auch rechts daneben, neben dieser Menüleiste, da sehen Sie zwei Teams beispielsweise mit Kanälen. Sie haben die Möglichkeit, einen Kalender zu pflegen. Das ist im Übrigen 1:1. Das ist der Outlook-Kalender, den Sie in Ihrem Outlook haben. Der wird in Teams übernommen, beziehungsweise ist der gleiche Kalender. Tragen Sie in Teams einen Termin ein, ist ja ein Outlook drin und umgekehrt genauso. Sie haben die Möglichkeit, mit Teams zu kommunizieren, also Anrufe zu tätigen, Videocalls zu machen. Sie können aber auch andere Funktionen auswählen. Und Sie haben oben die Möglichkeit, verschiedene Register an Karten anzulegen, wo Sie eben andere Programme andocken können, ob das Microsoft-Programme sind oder ob das Fremdprogramme sind, die können Sie hier erstellen und ich zeige Ihnen das, wie das funktioniert. Ich habe jetzt ein kleines Video vorbereitet, wo wir einfach mal alles durchgehen. Sie sehen also den Bildschirm und wir sind jetzt im Chatfenster und Sie sehen, rechts ist in dem Chatfenster zum Beispiel der Chat von Pascal Grauser. Und links habe ich eben geöffnet die einzelnen Chatfenster. Das heißt, Sie können wie mit WhatsApp beispielsweise mit den jeweiligen Mitarbeitern oder eine Gruppe von Mitarbeitern, hier sehen Sie beispielsweise die Gruppe EBZ Neu, alle meine Mitarbeiter, adressieren und denen Nachrichten schicken und miteinander checken. So, Aktivitäten, ich habe es schon erwähnt. Hier werden alle aktuellen Aktivitäten aufgelistet, egal in welchem Kanal, egal in welchem Team etwas stattfindet. Das ist das, was ich als erstes mir anschaue, wenn ich an meinen Arbeitsplatz gehe. Ich gehe in die Aktivitäten rein. Teams ist, ich habe es schon mal erwähnt, haben Sie die Möglichkeit, projektbezogen Teams zu erstellen, was ich jetzt auch mache. Ich erstelle mal ein komplett neues Team und Sie haben hier die Möglichkeit, beispielsweise privates Team oder ein öffentliches Team zu erstellen. Öffentlich heißt, jeder in Ihrem Unternehmen kann in diesem Team teilnehmen. Ein privates Team heißt, Sie können einzelne Personen eben in diese Teams einladen. So schnell geht das. Ein Team ist erstellt. Ich habe das jetzt mal Testteam Webinar genannt und ich lade jetzt einfach mal verschiedene Mitarbeiter direkt ein. Auf der anderen Seite ist es so, dass das Team in der Teamliste ist und andere Mitarbeiter, die ich jetzt nicht explizit einlade, können sich aber in dieses Team begeben. Und ich habe jetzt den Pascal noch zum Besitzer gemacht, das heißt, er kann dieses Team moderieren. So, das Team steht, das heißt, man kann in diesem Team jetzt chatten, man kann Dateien ablegen, man kann Programme miteinander verknüpfen. Und ich gehe jetzt mal hin und lege in diesem Team Testwebinar einfach mal einen Ordner an. Dieser Ordner wird jetzt auf dem SharePoint, also in Ihrer Firmenablage gespeichert und ich lege jetzt in diesem Ordner mal ein Word-Dokument an, als Testdokument und Sie sehen, dieses Word-Dokument ist jetzt automatisch gespeichert in diesem Ordner und Achtung, jeder Ihrer Mitarbeiter könnte jetzt zeitgleich, wenn er die Rechte hat, in diesem Team mitzumachen, an diesem Dokument arbeiten. Und Sie können sogar in diesem Dokument jetzt jemanden adressieren. Ich adressiere den Pascal und sage ihm, Pascal, ich habe hier einen Brief geschrieben. Guck dir das doch mal bitte an und gib mir mal dein Feedback oder arbeite deine Änderungsvorschläge direkt in dieses Dokument ein. Pascal wird jetzt über den Chat informiert, er hat den direkten Link, es werden also keine Dateien mehr hin und her geschickt, sondern es wird nur ein Link hin und her geschickt, er hat den direkten Zugriff auf diese eine Datei, kann in dieser Datei arbeiten und Sie sehen alle Änderungen, die er gemacht hat, die können Sie zurückholen, akzeptieren oder auch ablehnen. Ich erstelle jetzt noch ein Team und zwar ein privates Team. Entschuldigung, was Sie hier sehen, ist die Rechteverwaltung. Ich
ich erstelle jetzt noch einen Kanal, sorry, einen Kanal, und das mache ich jetzt mal als privater Kanal. Sehen als privater Kanal heißt, ich möchte, dass nur bestimmte Personen darauf zugreifen. Entschuldigung. Nochmal zurück. Ich erstelle einen allgemeinen Kanal. Nochmal, ich muss ganz kurz pausieren. Da hat mich das Video gerade eingeholt. Ich gehe nochmal Revue. Also, ich habe ein Team angelegt. Das heißt Test-Team Webinar. Beim Anlegen dieses Teams, beim Anlegen jedes Teams, das Sie in Microsoft 365 anlegen, in Teams, wird ein allgemeiner Kanal angelegt. Jeder in Ihrem Unternehmen hat Zugriff auf diesen allgemeinen Kanal, wenn dieses Team auch allgemein zugänglich ist. Sie können allgemeine Kanäle anlegen, themenbezogen, beispielsweise Mitarbeiterprämien. Das heißt, jeder Ihrer Mitarbeiter hat Zugriff auf diese Kanäle. Und jetzt erstelle ich noch einen privaten Kanal, zu dem ich nur bestimmte Mitarbeiter einladen möchte und nur diese Mitarbeiter Zugriff auf diesen Kanal haben. Das heißt, ich habe einen Kanal und ich möchte nur, dass der Pascal Kraushaar bei diesem Kanal Zugriff hat. Okay? Also, ich habe ein Team erstellt. Es gibt einen allgemeinen Kanal, es gibt einen Geschäftsführungsbesprechungskanal, der ist privat, da haben nur gewisse Mitarbeiter Zugriff und Mitarbeiter Prämie haben alle Mitarbeiter Zugriff. Jetzt kann ich zu diesem Team eben noch verschiedene Lösungen anbinden, verknüpfen. Das heißt, ich habe jetzt zum Beispiel mal den Planner ausgewählt. Das ist eine Projekt- und Aufgabenmanagement-Lösung in der Microsoft 365-Welt. Ich erstelle einen Plan, einen Projektplan. Der wird jetzt direkt erstellt. Das ist eine Kanban-Methode. Kanban heißt, Sie haben verschiedene Spalten, die heißen in dem MS Planner Buckets, also Eimer. Und das heißt, in einem Projekt haben Sie vielleicht verschiedene Bereiche. Es gibt Strategieentwicklung, es gibt Projektkoordination. Und in diesen einzelnen Bereichen verteilen Sie jetzt Aufgaben. Ich mache jetzt mal eine Aufgabe. Und zwar heißt diese Aufgabe Erstkonzept erstellen und weise diese Aufgabe dem Mitarbeiter Pascal Kraushaar zu. Und ich gebe dem Ganzen ein Fälligkeitsdatum und werde noch ein paar Notizen dazu schreiben. Ich mache Einzelschritte, Zielgruppen definieren, ich Elemente definieren, Märkte definieren und gebe noch ein paar Kommentare unten. Einen Augenblick, ich muss mal ganz kurz hier meine Sekretärin stören. Genau, also Kommentare. Diese Kommentare werden mit Datum und Uhrzeitstempel gespeichert. Das heißt, auch wenn Ihre Mitarbeiter zu einzelnen Aufgaben etwas kommentieren und beispielsweise sagen, der kann, ich habe den nicht erreicht, ich habe den angerufen und so weiter, kann man das hier hinterlegen und alle Beteiligten in dieser Aufgabe werden darüber benachrichtigt und informiert. Das heißt, Sie haben jederzeit eben Überblick über den Status Ihrer Projekte. Sie haben die Möglichkeit, einen Kalender zu verwalten. Ich habe schon gesagt, hier wird der Outlook-Kalender von Ihnen angezeigt. Sie können eine Besprechung anlegen. Sie können bei dieser Besprechung eben auch wieder verschiedene Personen einladen. Das kennen Sie wahrscheinlich von Outlook. Sie können diese Besprechung in einen Kanal posten, also zu einem Projekt zuordnen, damit man eben auch in dem Projekt sieht, aha, die in die Besprechungen waren dann und dann, der und der hat teilgenommen und Sie können diese Besprechungseinladung senden und die wird dann in Ihren Terminkalender und in den Terminkalender der anderen Teilnehmer gepostet und in dem Projekt abgelegt. Sie haben die Möglichkeit, über Teams zu telefonieren, Videocalls zu machen. Sie haben einen Verlauf, das heißt, Sie sehen genau, wer hat denn wann oder wann haben Sie mit wem telefoniert und Sie haben eine automatisierte Dateiablage. Alle Dateien,
die Sie bearbeiten, wie Sie auch sehen hier oben, das Testdokument, die Sie erstellen, werden automatisch in der Cloud eben gespeichert. Das heißt, es geht nichts mehr verloren. Alles ist in der Cloud gespeichert und keine Angst. Ich glaube, Sie haben 1 Terabyte mindestens zur Verfügung. Also da passiert, also da passt schon sehr, sehr viel, da passen schon sehr, sehr viele Daten drauf und die kann man auch bestimmt erweitern. Genau. So viel zu den Teams-Funktionalitäten. Sie sehen auch hier, gibt es eine Benachrichtigung oben, da hat schon jemand was geschrieben. Hier haben Sie mal meine Teams, die wir hier erstellt haben. Es gibt Teams zu verschiedenen Projekten. In den Teams sehen Sie, gibt es private Kanäle, das sind die, die mit so einem Schloss versehen sind. Hier werden Chats abgebildet. Das heißt, und das ist ein Tipp, den ich Ihnen auf jeden Fall ans Herz lege. Es gibt ja 2 unterschiedliche Chats. Einmal den persönlichen Chat. Das ist wie bei WhatsApp. Da wird eine Nachricht geschrieben. Die nächste Nachricht kommt dann unten drunter. Die nächste Nachricht kommt dann unten drunter. Und man verliert oftmals den Faden in einer Unterhaltung. Wenn Sie aber über die Teams-Chat-Funktionalität checken, wie Sie hier sehen, können Sie einen Post, so nennt sich das, Sie können also etwas posten und das will ich Ihnen auf jeden Fall empfehlen, wenn Sie etwas posten, immer, zeige ich Ihnen auch gleich, wie das geht, in die Betreffzeile kurze Stichworte oder eine kurze Erläuterung, um was es in diesem Post geht, damit man sofort erkennt, das ist der in der Post. Und bitte antworten Sie immer in diesem Post, damit alles, was zu diesem Thema gehört, eben auch in diesem einen Post bleibt. Und immer, wenn jemand was Neues postet, wird dieser Post, der komplette Post, wieder aktualisiert in der Liste an die erste Stelle geschoben. Das heißt, ganz wichtig, besser themenbezogen und projektbezogen chatten, posten, nach gewissen Regeln. Sie sollten sich also Regeln überlegen. Das wäre zum Beispiel eine Regel. Ein Post in den Chat, immer themenbezogen, mit Betreffzeile und immer auf Antworten klicken. Ich zeige das auch gleich mal, wie das funktioniert. Sie können, wie Sie auch hier sehen, beispielsweise ganze E-Mails in diese Kanäle rein schieben, sodass Sie sich eben keine E-Mails mehr hin und her schieben müssen. Bei uns gilt sowieso die Devise, möglichst keine internen E-Mails verschicken, eigentlich keine internen E-Mails verschicken, sondern wir chatten über den Chat personenbezogen oder wir chatten über den Kanal Chat themenbezogen. Und wenn es beispielsweise eine E-Mail gibt, die eingeht und worüber man sich unterhalten muss, kann man diese E-Mail in einen Themenpost oder in den Projektpost reinstellen und da kann man sich schön, wie Sie hier sehen, über diese E-Mail unterhalten und man kann eben auch nachvollziehen, man kann also dieses ganze E-Mail hin und her Gedöns findet eben nicht mehr statt. Es ist deutlich einfacher, deutlich besser, miteinander so zu kommunizieren als dieses E-Mail-Ping-Pong. So, machen wir weiter. Ich habe jetzt einfach mal so einen Chat-Post geöffnet. Ganz oben landen Sie automatisch in der Betreffzeile, die ist dann fett gedruckt. Sie können dann was reinschreiben und Sie haben die Möglichkeit, diesen Post auch in mehreren Kanälen zu posten. Wenn Sie das jetzt senden, wird dieser Post gesendet und wenn Sie auf Antworten gehen, wird die Antwort natürlich auch gepostet und Sie sehen, um wie viel Uhr hat wer was gepostet. Sie sehen auch gleich nachher, wie Pascal mir beispielsweise dazu antwortet. Sie können natürlich auch ein paar Likes setzen, Sie können die Nachricht speichern, bearbeiten. Sie können sogar diesen kompletten Post mit Outlook teilen, das heißt, den können Sie per E-Mail mit Outlook versenden. Sie sehen hier oben beispielsweise, sehen Sie die Aktivitäten, die passiert sind, währenddessen ich dieses Video aufgenommen habe. Das heißt, der Pascal hat sich gemeldet zu diesem Dokument. Das wird auch hier oben mit dieser roten 2 gekennzeichnet. 2 Aktivitäten, die stattgefunden haben, die mich betreffen. Und Herr Pascal hat sich eben gemeldet zu dem Dokument, das ich geschickt habe. Sie sehen also automatisch,
ohne dass ich das nochmal separat gepostet habe, vorhin in diesem Word-Dokument einfach Pascal, also @Pascal geschrieben und automatisch wird eben auch in diesem Projekt ein Post gesetzt und Pascal kann eben in dem Kommentar vom Dokument oder in diesem Post antworten. In beiden Lösungen oder in beiden Ansichten werden die Antworten und die Kommunikation dargestellt. Das ist das Schöne an dieser Microsoft-Welt. Genau, die Antwort ist ein sehr schönes Dokument. Genau, ich antworte ihm dann, yep, das stimmt. Okay. Unabhängig davon hat er auch mir in dem Chat noch eine persönliche Nachricht geschickt. Und das ist der Unterschied. Sie sehen, bei den persönlichen Chats geht immer nur eins nach dem anderen. Das heißt, der Zusammenhang zu einem Post bleibt nicht bestehen. Und das ist die Gefahr. Bitte gewöhnen Sie sich von Anfang an Themen und projektbezogen in den Teams und in den Kanälen zu chatten, damit Sie den Überblick und den Zusammenhang zu einzelnen Informationen nicht verlieren. Gut. So viel dazu. Wir sind auch gleich fertig. Hier hat er mir noch eine Antwort geschrieben, parallel, separat nochmal geschrieben in dem Chatpost. Und Sie können natürlich auch hier auf OneDrive oder auf Ihren Computer zugreifen und Dateien anhängen. Aber nochmal, bitte machen Sie das in den Kanälen, in den themenbezogenen und projektbezogenen Kanälen als wichtigster Tipp. So viel zum Video, so viel zu der Anwendung. Ups, genau. Also, jetzt habe ich ein Team gezeigt. Ich habe Ihnen die Verknüpfung zu dem einen oder anderen Programm gezeigt. Ich habe Ihnen gezeigt, wie man miteinander arbeitet an Dokumenten, wie man kommuniziert, wie man chattet. Man kann natürlich auch anrufen, einfach auf den Knopf drücken. Ich kann den Pascal per Videocall anrufen. Es gibt auch eine Anrufbeantworterfunktion in Teams. Also über dieses Werkzeug kann man kommunizieren und zusammenarbeiten. Sie sollten sich aber direkt von Beginn an angewöhnen, Spielregeln und Strukturen zu schaffen. Das heißt, wie benutzen Sie Teams? Projektbezogen oder personenbezogen oder nutzen Sie beides? Und wenn ja, wann arbeiten wir personenbezogen? Ich habe schon gesagt, face-to-face beispielsweise. Wann kommunizieren wir über die Projektkanäle? Ganz wichtig, das sollten Sie von Beginn an klären und festlegen. Dann sollten Sie sich zu Beginn schon Gedanken darüber machen, welche Teams, welche Projekte meinetwegen, welche Teams legen wir an? Was ist ein Team und was ist ein Kanal? Bitte, es sollte nicht jeder Teams und Kanäle anlegen. Am Schluss haben Sie einen Wildwuchs von zig Kanälen und Sie verlieren die Übersicht. Darüber sollten Sie sich im Vorfeld Gedanken machen, wie sieht die Struktur aus, in der Sie kommunizieren wollen und welche zusätzlichen Apps wollen Sie nutzen? Von Beginn an, ich habe Ihnen mal das Starter-Paket von 5 Apps genannt. Was ich empfehlen würde, was sehr, sehr effizient ist und vielleicht dann noch MS Planner dazu, wie auch immer. Und dann sollten Sie sich auch darüber Gedanken machen und Regeln festlegen, wie ist denn die Reaktionszeit? Also wenn ich chatte, muss der denn direkt antworten? Sie können ja beispielsweise auch Ihren Status festlegen. Sie können sagen, Sie sind jetzt beschäftigt, Sie können jetzt nicht antworten, Sie sind verfügbar, sodass man auch sieht, wann sind Sie verfügbar, ist er jetzt anrufbar, kann ich denen jetzt ein Videomeeting schicken, was auch immer. Also diese Dinge sollten Sie besprechen und regeln und sich vielleicht auch kompetente Unterstützung holen bei der Einführung von Teams. Und was Sie auf jeden Fall machen sollten, ist, wenn Sie Ihre Daten jetzt mit Sicherheit irgendwo liegen haben, sich überlegen, wie sieht denn die Dateiablagestruktur aus, wenn ich das alles in meinen SharePoint rüberziehe und mit Teams arbeite, weil die Struktur mit Sicherheit anders aussehen wie die Struktur, die Sie vorher hatten. Und auch da habe ich den Tipp, nicht so arbeiten, dass Sie sagen, ja, wir arbeiten hier in SharePoint und wir arbeiten parallel noch auf unserem File-Server. Machen Sie sich bitte vorher Gedanken darüber, wie das alles aussieht und legen Sie die Strukturen fest. Soweit so gut. Vielleicht noch ein paar Screenshots über Teams Mobil. Also das Ganze funktioniert natürlich auch
auf dem Handy, Sie können die Aktivitäten ansehen, Sie können chatten, Sie haben die Projektteams, die Kanäle, Sie haben den Kalender und Sie haben weitere Möglichkeiten, die Sie nutzen können, bis hin zu allen Daten. So, das war jetzt fast eine Punktlandung. Wir sind auch fast fertig. Jetzt noch zu Ihren Fragen. Ich würde aber gerne nochmal gucken, gibt es denn Fragen? Wenn ja, gehen wir mal in den Frage- und Antwortmodus. Einen Augenblick. Gucken wir mal. Also, die Frage von muss das Unternehmen im Saarland sein, um ihre Angebote nutzen zu können? Also grundsätzlich sind die Mittelstand 4.0 Kompetenzzentren bundesweit aufgestellt. Das Kompetenzzentrum Saarbrücken ist natürlich für Saarland zuständig, aber wir sind natürlich auch für Produktionstechnologie zuständig. Das heißt, wenn Sie Bedarf haben, wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich an uns und wir klären das in einem Gespräch ab. Und wenn wir Ihnen nicht helfen können sollten, wissen wir garantiert jemand, der Ihnen helfen kann. Okay? Dann gibt es Video noch. Die Frage wurde, glaube ich, im Chat beantwortet. Gibt es die Präsentation nach dem Webinar? Die Präsentation gibt es nach dem Webinar, aber sehen Sie mir es bitte nach. Ich werde einige Passagen rausnehmen, weil das sind ja auch firmeninterne Sachen, Namen und so weiter. Wissen DSGVO, das Grüßen, die werde ich rausnehmen. Wie lade ich extern in eine Videokonferenz ein? Das hatten wir, Herr Martini, beim letzten Webinar. Das hilft Ihnen jetzt nicht viel, aber wenn Sie sich nochmal zurückerinnern an die Teams-Seite, die ich Ihnen gezeigt habe, da hat man die Möglichkeit gehabt, oben eine E-Mail-Adresse einzutragen. Und wenn derjenige eine E-Mail-Adresse hat und Sie den dann anschreiben und er beispielsweise ein Microsoft Online-Konto hat, können Sie ihn adressieren und ihn zu einer Videokonferenz einladen, über Teams beispielsweise. Aber da gibt es ein paar Voraussetzungen dazu. Aber grundsätzlich, wie gesagt, ist Teams kostenlos. Und was man so mitbekommt, setzt sich Teams als einer der führenden Lösungen auch durch. Also sehr, sehr viele Institutionen nutzen gerade Teams. Insofern einfach per Mausklick, genauso wie ich ein Team erstelle, per Mausklick. Also Sie brauchen natürlich dessen E-Mail-Adresse. Eintragen, draufklicken und die Videokonferenz starten. Das war's an Fragen, die mir vorliegen. Das freut mich natürlich. Jetzt hätte ich noch eine Bitte an Sie. Und zwar habe ich noch zwei Fragen, die ich gerne Ihnen stellen möchte. Und zwar folgende.